Gut, dass ihr hier seid, Inquisitor. Ich fürchte, sie haben bereits mit dem Ritual begonnen. Ich wette, das ist Blutmagie. Das erkennt man schon am Geruch und den Leichen. Ihr geht vor. Ich gebe euch Deckung. Nein, wartet! Kommandantin Clarells Befehle waren eindeutig. Sie ist falsch. Denkt an euren Eid. Siegreich im Krieg, wachsam in Friedenszeiten, opferbereit. Es tut mir leid. Im Tode. Und jetzt bindet, wie ich es euch gezeigt habe. Inquisitor, welch unerwartetes Vergnügen. Lord Livius Arimond von Virantium, zu euren Diensten. Ihr seid kein Wächter. Aber ihr seid derjenige, der Clarell entkommen ist. Und jetzt wollt ihr und der Inquisitor mich aufhalten. Nun, ich bin sehr gespannt. Wächter, dieser Mann belügt euch. Er dient einem uralten Magister aus Tevinter, der eine Verderbnis entfesseln will. Das ist eine äußerst ernste Anschuldigung. Mal sehen, was die Wächter darüber denken. Wächter, Hände hoch! Hände runter! Korypheus beherrscht ihren Verstand. Sie haben sich das selbst angetan. Wisst ihr, der Ruf hat den Wächtern Angst gemacht, also suchten sie überall nach Hilfe. Sogar in Tevinter. Ja, und da mein Meister den Ruf in ihre kleinen Köpfe gepflanzt hatte, waren wir Venatori bereit. Voller Mitgefühl ging ich zu Clarell und gemeinsam ersannen wir einen Plan. Eine Dämonenarmee aufstellen, in die tiefen Wege ziehen und die alten Götter töten, bevor sie erwachen. Korypheus, der mit einer Dämonenarmee durch Orlais zieht? Genau das wurde mir in der Festung der Sucher gezeigt. Und jetzt wisst ihr, wie es beginnt. Das Bindungsritual, das sich die Magier der Wächter lehrte, hat leider einen Nebeneffekt. Sie sind jetzt Sklaven meines Meisters. Das hier war nur ein Test. Sobald die restlichen Wächter das Ritual vollzogen haben, wird unsere Dämonenarmee ganz Thedas erobern. Also hat Korypheus die Wächter beeinflusst und zu diesem Ritual getrieben? Getrieben? Nein. Alles, was ihr hier seht, die Blutopfer, um die Dämonen zu binden. Die Wächter taten es aus freien Stücken. Angst ist ein starker Antrieb. Und sie waren äußerst verängstigt. Ihr lügt. Die Grauen Wächter sind Helden. Sie würden so etwas niemals aus freien Stücken tun. Den Grauen Wächtern geht es allein darum, Verderbnisse aufzuhalten. Und dafür würden sie alles tun. Ihr hättet sehen sollen, wie sich Clarell mit der Entscheidung gequält hat. Die Bürde des Anführers nehme ich an. Warum sollten die Wächter versuchen, die alten Götter zu töten? Eine Verderbnis beginnt, wenn die dunkle Brut einen alten Gott findet und ihn durch ihre Verderbtheit in einen Erzdämon verwandelt. Würde sich allerdings jemand durch die tiefen Wege kämpfen und die alten Götter töten, bevor sie verderbt werden können? Puff! Keine Verderbnis mehr. Niemals. Die Wächter geben ihr Leben und retten die Welt. Ich fürchte nur, jetzt wird man sich doch ein wenig anders an sie erinnern. Warum sollte Clarell riskieren, Dämonen einzusetzen? Dämonen müssen nicht essen, ruhen oder heilen. Sobald sie gebunden sind, werden sie niemals zurückweichen oder einen Befehl in Frage stellen. Sie sind die perfekte Armee, um sich durch die tiefen Wege zu kämpfen. Oder durch Orlais, nun da sie an meinen Meister gebunden sind.
Wollt ihr die Welt wirklich der Verderbnis zum Fraß vorwerfen? Was habt ihr davon? Der Älteste beherrscht die Verderbnis. Er wird nicht von ihr beherrscht wie die stumpfsinnige dunkle Brut. Und wer denkt, die Verderbnis sei unkontrollierbar, der irrt. Sie ist einfach nur ein Werkzeug. Irgendjemand hier ist definitiv ein Werkzeug. Und was mich betrifft, während der Älteste aus der goldenen Stadt heraus herrscht, werden wir, die Venatori, seine Gottkönige auf der Welt sein. Befreit die Wächter von der Bindung und ergebt euch. Ich sage es euch nicht noch einmal. Nein, das werdet ihr nicht. Der Älteste hat mir gezeigt, wie ich mit euch fertig werde, falls ihr töricht genug seid, euch erneut einzumischen. Dieses Mal, das ihr tragt? Der Anker, der euch unbeschadet durch den Schleier lässt? Ihr habt ihn meinem Meister gestohlen. Er war gezwungen, nach anderen Wegen ins Nichts zu suchen. Wenn ich ihm euren Kopf bringe, wird sein Dank Tötet sie! Das lief ja gut. Ihr hattet recht. Durch ihr Ritual sind die Magier jetzt Korypheus Sklaven. Und die Krieger der Wächter? Oh, richtig. Nun, für wahre Blutmagie muss natürlich auch jemand geopfert werden. Arimond hat die Wächter belogen. Sie haben nur versucht, künftige Verderbnisse zu verhindern. Mit Blutmagie und Menschenopfern. Die Wächter lagen falsch, Hawk. Aber sie hatten ihre Gründe. So wie alle Blutmagier. Jeder hat eine Rechtfertigung für seine falschen Entscheidungen. Und nie ist sie von Bedeutung. Letztlich zählt allein das, was man getan hat. Ich denke, ich weiß, wo die Wächter sind, Euer Gnaden. Arimond ist in diese Richtung geflohen. Dort liegt eine aufgegebene Festung der Wächter. Adamant. Das klingt plausibel. Die Wächter und ich werden Adamant auskundschaften und sichergehen, dass die anderen Wächter dort sind. Wir treffen uns dann in der Himmelsfeste.